Hi Leute und herzlich willkommen zum neuen Lost Place Video. Heute an einem alten Altenpflegeheim. Ihr seht es schon im Hintergrund und ich will nicht lang schnacken. Lasst ein Abo da, ein Like, kommentiert und dann gehen wir schon rein. Hier, also das ist ein riesen Gebäude. Wahnsinn. Und hier nebendran ist noch eins, da schauen wir später auch mal. Leute, wir sind drin. Und jetzt landen wir direkt im Pflegebad. Da steht noch eine Pflegebadewanne. Aber die alten Wäschesäcke, die kenne ich von der Arbeit. So. Da hängen noch alle Zettel. Da ist der Haupteingang. So, hier haben wir jetzt eine große Tür. Oh, da steht ein Lifter. Oh, guckt mal, wie schön. Das ist ein Patientenlifter für Leute aus dem Bett zu heben. Hier ist ein Zimmer. Oh je. Yeah. Ist noch ein Rollstuhl. Backutensilien. Guckt mal, wie süß. Gucken wir erstmal hier. Da steht auch noch ein Rollstuhl. Das sieht mir hier so ein bisschen nach Schwesternzimmer aus. Hier ein Dekubitus-Gefährdungsskala. Das gibt es ja so gar nicht mehr. Leer. Hier Hände desinfizieren, auch sehr wichtig. Die Kronleuchter sind toll. Oh, hier ist ja riesig und überall Rollstühle. Krass. Hier hängt auch einer. Krass. Da ist sogar noch Desinfektionsmittel. Hier hängt doch ein Kalender. Guck mal. Von 2004. Also das muss das Schließungsdatum sein. Jo. Das hier wird mal so eine Art Aufenthaltsraum gewesen sein. Auch hier wieder überall Kronleuchter. Sehr schön. Oh, ganz viel tote Marienkäfer. Das ist ein Duschstuhl. Ja, Schreibtisch, da noch ein altes Bett. Also noch sehr viel Einrichtung. Schallplatte. So, das ist hier ein bisschen gefährlich, weil hier ist der Neubau von diesem hier direkt nebendran. Ja, hier haben wir die Küche. Was schöner Ausblick mitten im Grünen. Desinfektion. Das ist auch so ein kleiner Wartebereich hier. Cool. Puh, aber hier stinkt's. Hier ist auch alles voll mit irgendwelchen ekelhaften Sachen. Ich würde sagen, wir gehen mal eine Etage höher. Gehen wir mal hoch. Ein alter Krückstock. Guckt mal, was ein schöner Stuhl. Und auch hier wieder Kronleuchter. Ein Aufzug. Oh, die Fäkalienspüle, wo die Pipi-Töpfchen und so ausgespült werden. So, jetzt gehen wir mal hier weiter.
noch eine Toilette. Das ist jetzt so eine Station hier. Oh, guck mal. Da ist schon aus der Wand, aus der Decke. Das sind hier jetzt die Zimmer. Das ist leer. Da hinten war denn ihr Waschplatz. Hier ist noch ein Zimmer, ist auch leer, aber riesig hier. Und noch ein Zimmer. Oh, guckt mal. Da kommt schon die komplette Decke runter. Aber auch ein cooles Bild mit dem Sessel hier. Und alles rundherum zerfällt. Da ist noch Bettwäsche und sowas drin. Da ist noch ein Bett. Oh, guck mal, hier sind noch ganz alte Kaugummis. Und die Blume ist auch nicht mehr zu retten. Schade, hier in den Zimmern ist gar nicht mehr so viel drin. Hier ist noch ein Zimmer, ist auch fast leer. Oh je, hier tropft's gewaltig rein. Guckt euch mal an, alter Schwede. Ist alles nass, das Bett total vergammelt. Das sieht ja auch echt cool aus. Das Zimmer ist auch leer. Das Zimmer ist auch leer. Ah, guckt mal, da steht sogar, das war das Raucherzimmer. Jetzt geht es ja hier noch eins hoch. Das machen wir auch mal. Aber ich glaube, da müssen wir richtig vorsichtig sein, weil die Decken sehen bitterböse aus. So, da geht es hier lang. Ich mache mal ganz langsam. Hier ist jetzt nicht mehr ganz so groß. Oh ja. Hier sieht es bitterbös aus. Und es kracht, wenn man läuft. Ich glaube, hier gehe ich nicht weiter. Sorry Leute, aber da ist mir meine Gesundheit absolut wichtiger, wie über diesen knackenden Boden zu laufen. Und ihr habt unten gesehen, wie der Boden von unten aussieht. Aber wir sind jetzt wieder im Erdgeschoss. Es gibt ja auch noch einen Keller. So, da mache ich jetzt mal das Licht an. Und guck mal, was wir hier so finden. Sieht nämlich auch aus, als wenn das hier auch eine Station war. Hier. Oh, hier ist der Aufzug sogar. Gut. Aber hier ist auch wieder die Fäkalienspüle. Da stehen sogar noch Kackertöpfchen. Aber selbst hier unten kommt die Decke überall runter. Das ist der Schmutzarbeitsraum. Oh. Tja, das hier ist die Totenbarre. Dann war das hier unter der Treppe. Prost, Mahlzeit, der Totenraum. Mit Lüftung in der Tür. Da steht auch noch so ein Klostuhltopf. Das hier, da werden die Wäschesäcke eingespannt, um die Wäsche zu sammeln. Hier unten ist noch ein Pflegebad. Auch wieder mit Wäschewagen. Dusche, Duschhocker und eine riesige Pflegebadewanne. Die sieht sogar noch im Zustand echt gut aus. Da eine alte Seka-Waage. Wahnsinn. Hier, falls der Patient Hilfe braucht, kann er, wenn er hier in der Badewanne liegt, dran ziehen. Hier noch ein Raum.
Hier geht es noch groß weiter. Ein Behinderten-WC. Noch ein Zimmer. Überall stehen hier Eimer, weil es aus der Decke tropft. Da ist noch eine ganz alte Klingelanlage für die Schwestern zu rufen. Ja, hier unten steht noch ein bisschen mehr in den Zimmern. Zumindest mal noch ein Bett. Nachttisch. Hier ist noch ein Bett. Ach, was eine schöne Sitzecke. Mit einem Poster von Lady Diana. So, jetzt geht es hier noch weiter. Noch ein Bett. Da hinten die Wand schwarz vor Schimmel. Und hier stand Büro an der Tür. Oh, hier sind noch ganz viele alte Bilder. Guckt mal. Wahnsinn. Die Internetverbindung. Oh, Besuch im Heidelberger Zoo. Kaffee und Kuchen. Wahnsinn. So, jetzt sind wir wieder in dem ursprünglichen Badezimmer. Gehen auch wieder raus. Wir sind drin. Oh, guck mal, da haben sie für die Katzen Schlafplätze eingerichtet. Überall. Wow. Guck mal, da kommt das Efeu schon ins Haus. Wow, so ein alter Servierschrank. Das sieht ja auch krass aus, wie das hier reinkommt. So, gehen wir mal hoch. Wir sind jetzt oben. Schauen wir hier mal. Ja, hier ist halt durch das Katzending alles verschissen. Oh, hier kommt es auch schon reingewachsen. Wow, guckt mal, was eine alte Nähmaschine. Krass sieht es aus. So, hier, das war wohl auch mal ein Aufenthaltsraum. Also das war wohl quasi so ein, ja, erweitertes Altenheim. Hier geht jetzt auch noch eine Treppe hoch. Oh je. Ah, hier ist aber nur Dachboden, nicht so interessant. So, wieder runter. Also hier ist jetzt nicht so interessant wie drüben in dem anderen. So Leute, ich bin wieder kaputt, voller Nervenkitzel. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, was euch am besten gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.